kommt jetzt eigentlich noch John Wick Kapitel 5 und wie geht es überhaupt weiter mit der ganzen Welt rund um den coolsten Auftragskiller im Kino? Hallo Filmstarts-Fans, ich bin Sebastian und genau das soll jetzt mal Thema dieses Videos werden. Weil, wollt ihr euch mal so richtig alt fühlen? Der erste John Wick Film ist mittlerweile auch schon 10 Jahre alt. Ja, der kam im Oktober 2014 in die Kinos und seitdem hatten wir insgesamt 4 Filme, eine Serie und über 1 Milliarde Dollar an Einspielergebnissen. Das heißt, dieses Franchise ist natürlich extrem, extrem erfolgreich gewesen und ist es ja auch immer noch. Und deswegen wollen wir in diesem Video mal so ein bisschen schauen, was uns da eigentlich alles noch so erwartet. Und vor kurzem hat Chad Stahelski, der Regisseur der John Wick Filme, ein sehr, sehr langes Interview im Hollywood Reporter gegeben, wo er sich über John Wick 5 und alles unterhalten hat, was da so kommt. Das wird hier natürlich auch eine wichtige Grundlage für dieses Video sein. Darüber wollen wir jetzt, wie gesagt, mal sprechen. Dabei kann es natürlich Spoiler geben, was das John Wick Franchise an sich angeht. Ihr seid hiermit gewarnt worden und ich würde mal sagen, wir legen direkt los. Yeah. Fangen wir mit der wichtigsten Frage an, nämlich wird es ein John Wick 5 geben? Weil das Finale des 4. Teils war ja eigentlich recht offensichtlich. John gewinnt das Duell gegen diesen Marquis, stirbt dann aber trotzdem auf der Treppe vor dieser Kirche. Und das Schlussbild ist dann eins, wo wir Winston und den Bowery King vom Grab von John und seiner Frau Helen sehen. Und natürlich haben wir da gemutmaßt so, wir haben den Leichnam ja nicht gesehen, ist es jetzt hier nur, um ihm Ruhe zu verschaffen und wird er trotzdem wieder zurückkehren? Aber nein, Chad Stahelski sagt selbst in diesem schon erwähnten Interview, das ist wirklich so das Finale für John Wick. Das ist eigentlich das perfekte Ende für all das, was wir hier aufgebaut haben. Nichtsdestotrotz wird an einem 5. Teil aktiv gearbeitet, weil ursprünglich sollten ja auch mal Teil 4 und Teil 5 back-to-back gedreht werden, sprich an einem Stück. Da hatte Stahelski dann aber irgendwann gesagt, Leute, wisst ihr was, ich will mich ja auch weiterentwickeln und ich brauche auch einfach die Zeit, um mir und meinem Team irgendwie deutlich zu machen, wo es gehen soll. Also machen wir erstmal nur einen 4. Teil. Das Ding ist halt nur, der 4. war extrem erfolgreich, also wird natürlich an einem 5. gearbeitet. Aber Stahelski sagt ganz klar in diesem Interview, wir haben unseren 4. Teil und der wird so auch nicht angerührt. Das heißt, er deutet hier schon sehr stark an, der Tod von John Wick ist endgültig. Da werden wir auch nichts dran rütteln. Und er bestätigt auch in diesem Gespräch mit dem Hollywood Reporter, dass der 5. Teil etwas ganz anderes sein wird. Etwas, das wir so noch gar nicht erwarten und dass man die Story auf eine andere Art und Weise weiterführen wird. Womit wir natürlich mutmaßen könnten, ob einfach die Geschichte jetzt aus der Sicht von Winston und dem Bowery King weitergeführt wird. Weil natürlich könnte man einfach davon ausgehen, dass selbst der High Table nicht wirklich glaubt, dass John Wick noch tot ist und deswegen immer noch wieder irgendwie Leute losjagt und dass Winston jetzt dann andere Leute holen muss, die das Erbe von John Wick vertreten, weil er einfach wirklich tot ist, um hier in einem letzten großen Gefecht diesem High Table klarzumachen, Leute, John Wick ist tot und ihr braucht jetzt nicht noch mehr Leute auf ihn loszujagen, den kriegt ihr nicht wieder zurück. Er hat sein Ding hier durchgezogen, liegt jetzt neben seiner Frau und alles ist fein. Also das wird spannend werden, wie dieser 5. Teil denn am Ende des Tages aussieht. Es ist aber auf jeden Fall so, am Drehbuch wird gearbeitet, aber bevor nicht Stahelski und Keanu Reeves und alle anderen Produzenten das Ding absegnen, wird es hier auch nicht in die Kinos kommen. Aber man arbeitet daran. Was auf jeden Fall ins Kino kommt, ist ja schon nächstes Jahr das erste große Spin-off im Kino, nämlich Ballerina, wo wir Ana de Armas als eine junge Ballerina-Tänzerin zu Gesicht bekommen, die den Tod ihres Vaters rächen möchte. Und dieses ganze Thema der Ballerina-Schule hatten wir das erste Mal in Teil 3, wo wir auch mit The Director, aka Angelica Houston, eine neue Figur kennengelernt haben, die diese Schule hier geführt hat, wo junge Frauen zu tödlichen Ballerinas und Männer zu Ringern ausgebildet wurden. Und genau da wird man jetzt hier ansetzen. Das heißt, der Ballerina-Film wird auch zeitlich gesehen zwischen John Wick Teil 3 und Teil
Teil 4 spielen. Weswegen, und das hat uns der Trailer selbst schon gezeigt, Keanu Reeves hier selbst auch nochmal auftauchen darf. Gleichzeitig werden wir in Ballerina auch den wirklich letzten Auftritt von Schauspieler Lance Reddick als Sharon zu Gesicht bekommen. Sharon, die Figur, ist im vierten Teil gestorben und Lance Reddick selbst ist ja auch schon 2023 verstorben. Aber hier im Spin-off werden wir ihn nochmal zu Gesicht bekommen. Genauso wird auch Ian McShane als Winston mit dabei sein und tatsächlich Norman Reedus in einer noch nicht näher bekannt gegebenen Rolle. Und ich muss sagen, ja, der Trailer macht schon durchaus Bock auf mehr. Ana de Armas hat ja auch zum Beispiel im allerletzten Bond in einer kurzen Szene bewiesen, was sie alles so drauf hat. Von daher gehe ich mal stark davon aus, dass wir hier auch schon so ein kleines Action-Highlight für 2025 zu Gesicht bekommen werden. Und jetzt kommen wir mal zu den ganzen anderen Projekten, die sich gerade in der aktiven Produktionsphase befinden. Und anfangen tun wir das Ganze mit dem Kane-Spin-Off. Erinnert euch, Kane war ja dieser blinde Auftragskiller, den wir in John Wick 4 kennengelernt haben, grandios gespielt von Donnie Yen. Und die Post-Credit-Scene vom vierten Teil zeigte uns Kane in Paris, wo er eigentlich einen neuen Kontaktversuch mit seiner Tochter anstellen wollte, bis dann aber auf einmal Akira auftaucht. Und Akira ist ja die Tochter von Koji, dem Hotelmanager des Continentals Japan gewesen. Und Kane brachte Koji um, ließ Akira aber am Leben, weswegen sie jetzt auf Rache schwört. Und dass Kane ein eigenes Spin-off bekommen sollte, war eigentlich schon relativ schnell nach dem vierten Teil klar. Donnie Yen hat auch sofort zugesagt. Und auch die Schauspielerin, die Akira spielt, wird hier wieder mit dabei sein. Und es wird dann in diesem Film auch die Weiterführung ihrer Geschichte mit Kane sein. Das heißt, wir werden auch hier wieder so eine Rache-Story bekommen, wo auch sie versuchen wird, den Tod ihres Vaters zu rächen. Was ein bisschen an die Story von Ballerina erinnert, aber solange wir Donnie Yen haben und seinen Charakter auch noch ein bisschen ausbauen können, bin ich da vollkommen am Start, weil wenn irgendwas in diesem John Wick-Franchise wirklich einen Spin-off verdient hat, dann ist es definitiv Donnie Yen. Gleichzeitig gibt es aber auch ein weiteres Projekt, von dem wir bis vor kurzem wirklich noch gar nicht zu viel wussten, nämlich ein Anime-Projekt und nicht etwa eine Anime-Serie, wie es manchmal irgendwo geschrieben steht. Nein, ein Anime-Film, ein Prequel zu John Wick, wo es aller Vermutungen nach um die unmögliche Mission gehen wird, also die Mission Impossible, die John Wick durchführen musste, um sich vom High Table loszusagen, um heiraten zu können, um auch wirklich ein ruhiges Leben zu führen, was ja später dann in Teil 1 kaputt gemacht wird, als sein Hund umgebracht wird und er sich noch einmal gegen die russische Mafia richten muss. Diese unmögliche Aufgabe wird ja immer mal wieder angedeutet in den Filmen, aber wir wissen nicht, was er da getan hat. I gave him an impossible task. Wir wissen nur, dass er das an einem einzigen Tag im Alleingang durchgeführt hat, um dann hier sicherzustellen, dass der russische Mafia-Boss Vigo am Ende des Tages Herr der Syndikate ist. Und das will Chad Stahelski jetzt in einem Anime ausprobieren, weil, wie er selbst sagt, man in diesem Medium einfach viel verrückter denken kann und richtig, richtig schräges Zeug auch auf die Leinwand projizieren kann, was im Live-Action-Bereich einfach gar nicht möglich ist. Und da habe ich richtig Bock, weil erinnert euch allein an die Anime-Sequenz aus Kill Bill Volume 1. Da hat man schon gesehen, weil das ist natürlich als Cartoon-Medium nochmal was, wo man viel überspitzter agieren kann, womit man auch einfach Spaß haben kann. Und Chad Stahelski hat das im Interview auch gesagt. Ja, wir wollen damit auch Spaß haben und es soll diese Welt ausbauen. Er hat aber nicht komplett zu 100% bestätigt, dass es nur um diese unmögliche Aufgabe gehen wird. Aber sie wird vermutlich Teil von all dem sein, weil das ist letztendlich das Einzige, was ich von einem Prequel zu John Wick noch irgendwie wissen möchte, nämlich was er da angestellt hat. Damit hätten wir zwei weitere Filme, die in Planung sind, aber es soll auch noch eine TV-Serie kommen, die im Augenblick unter dem Arbeitstitel Under the High Table gehandelt wird,
Womit hier auch klar ist, in dieser Serie wird John Wick keine Rolle spielen, aber die ihm untergeordneten Figuren, sprich alle wichtigen Nebencharaktere und Nebenfiguren, werden jetzt hier weiter ausgebaut. Stahelski hat auch betont, diese Serie ist dafür da, um das Worldbuilding weiter voranzutreiben. Sprich, wenn das Ganze schon Under the High Table heißen soll, haben wir hier jetzt vielleicht wirklich mal die Möglichkeit, mehr auf diese Welt von John Wick einzugehen. Und ja, ich weiß, diese Welt ist eigentlich in sich schon spannend genug, das muss man nicht auserklärt haben. Trotzdem könnte man ja ein bisschen mehr Informationen bekommen, was den High Table angeht. Wie das jetzt eigentlich wirklich mit diesen ganzen Hotels zusammenhängt. Warum die sowas wie ihre eigene Währung mit den ganzen Goldmünzen haben. Was es mit diesen unterschiedlichen Schwüren und Eiden alles auf sich hat. Und wie das hier tatsächlich als große ganze Welt zusammenhängt. Weil wir diese tätowierten Ladies haben, die alles irgendwie kontrollieren und die Kopfgelder ausschicken und wir gar nicht so richtig greifen können, was das eigentlich für eine crazy Welt. Und eine Serie, die sich wirklich rein darauf konzentriert, wäre ja wirklich was Interessantes. Und man könnte es hier auch ganz einfach machen, indem man sagt, es kommt eine neue Figur in diese Welt rein, die vielleicht anhand eines Mentoren überhaupt erstmal eingewiesen wird und erklärt bekommt, was es damit auf sich hat. Natürlich nicht alles auserklären bis ins kleinste Detail, aber so kleine Finessen wären wirklich schon interessant, weil ich muss ja sagen, von der Serie The Continental hatte ich mir dann doch sehr viel mehr erwartet und selbst die hat mir dann am Ende nicht das gegeben, was ich eigentlich haben wollte, weil es war schlussendlich nur Action, Action, Action in den 70er oder 80er Jahren. Ich weiß nicht mehr genau, welches Jahrzehnt sie da eigentlich haben wollten. Von daher bin ich wirklich gespannt, weil das kann man auch als Serie hier noch weiter gut ausbauen. Und das sind zumindest die drei Projekte, die Chad Stahelski noch so bestätigt hat. Er wird auch angesprochen auf Sophia, aka Halle Berrys Charakter aus John Wick Teil 3, die ja da mit ihren Hunden gekämpft hat. Und es gab immer wieder schon seit 2022 Gespräche darüber, dass Sophia ein eigenes Spin-off bekommen soll. Und laut Stahelski ist Halle Berry immer noch sehr interessiert daran, zu dieser Figur zurückzukehren. Und wer weiß, vielleicht taucht sie am Ende einfach in dieser Under the High Table Serie auf oder wir sehen sie nochmal im Kane Spin-off wieder, weil das schließt ja direkt an Teil 4 an. Also von Sophia müssen wir uns noch nicht verabschieden. Die Frage ist halt nur, ob man ihr wirklich noch einen Solo-Film gibt oder ob man nicht Mittel und Wege findet, sie in anderen Filmen und Serien auftauchen zu lassen. Und das Gleiche gilt auch für das The Bowery King Projekt, das mal angedacht war, wo es natürlich um die Geschichte der Figur von Lawrence Fishburne gehen sollte, um auch die ein bisschen weiter auszubauen. Aber auch da, wenn so eine Serie wie Under the High Table kommt, könnte man auch seine Figur in die einfach integrieren und das da dann interessanter ausbauen, um einfach auch dieser Serie mehr Raum zum Atmen zu geben. Aber das sind jetzt wirklich erstmal so alle wichtigen Projekte, die uns im großen John Wick Franchise noch erwarten können. Schreibt mir bitte in die Kommentare, auf welches ihr euch am meisten freut und welches ihr vielleicht tendenziell gerne noch sehen wollen würdet. Das war es jetzt wirklich erstmal von mir. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.